Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel. Das alte Wort des Propheten Sacharja klingt wieder im Leben Jesu, als er auf einem jungen Esel in die heilige Stadt Jerusalem einzieht. Laufen ihm viele Menschen entgegen, schwenken Palmzweige und breiten ihre Kleider wie einen Teppich vor ihm aus. Sie rufen einen Gruß aus dem Psalm 118: Hosianna, gelobt sei der da kommt im Namen Gottes, der König. Das Neue Testament erklärt: Jesus ist der erwartete König, aus Gott geboren, doch ganz Mensch, der ohne Machtallüren, nicht korrumpierbar, den Menschen hilft, dient und keinen leer ausgehen lässt. Darum feiern wir eine Woche vor Ostern den Palmsonntag, auch in diesem Jahr, mitten in der Pandemie. Wie unterschiedlich wir diese Zeit auch erleben und deuten, sie lässt uns erfahren, wie sehr wir aufeinander angewiesen sind und aufgerufen zu Achtsamkeit, Besonnenheit und Ehrlichkeit. Es beginnt die Woche der Auseinandersetzung, die Woche der Entscheidung, in der Jesus das Kreuz trägt, die heilige Woche, die hinführt auf das Fest der Auferstehung. Die Bilder und Worte dieser Woche verbinden uns mit Christinnen und Christen rund um die Erde, durch die Jahrhunderte. Auch auf die Auseinandersetzungen ihrer Zeit gab Jesu Weg eine Antwort und öffnete neue Möglichkeiten. Der deutsche Dichter und Sprachwissenschaftler Friedrich Rückert engagierte sich mit kritischen Einwürfen gegen die Eroberungsfeldzüge Napoleons. Er beschäftigte sich mit mehr als 40 Sprachen und verstand es, die Gedanken unterschiedlicher Kulturen einfühlsam in die deutsche Sprache zu übertragen. Es ging ihm in der Vielfalt der Kulturen um gegenseitiges Verständnis. So zeichnet er uns mit seinen Worten Jesus vor Augen, der sich demütig auf den Weg als Mensch einlässt, den militärischen Widerstand weltlicher Herrscher allein durch das Wort überwindet, selbst das Leiden der Menschen annimmt. Rückerts Gedicht wurde vertont von dem evangelischen Theologen und Kirchenmusiker Johannes Zahn. Als leidenschaftlicher Pädagoge orientierte er sich an der schlichten und zugleich kühnen Melodieführung der Reformation. So bekommt durch die Melodie die Dramatik der Auseinandersetzung mit menschlicher Machtanmaßung eine heilsame Gegenbewegung. Gottes Reich ist im Kommen. Eint die Menschen unterschiedlicher Völker zum gemeinsamen Heimweg in Gottes Frieden. Dein König kommt in niedern Hüllen, ihn trägt der lastbaren Eslin Füllen, empfang ihn froh, Jerusalem. Trag ihm entgegen Friedenspalmen, bestreu den Weg mit grünen Halmen, so ist's dem Herrn angenehm. O mächtiger Herrscher ohne Heere, gewaltiger Kämpfer ohne Speere, o Friedefürst von großer Macht, es wollen dir der Erde Herren den Weg zu deinem Throne sperren, doch du gewinnst ihn ohne Schlacht. Dein Reich ist nicht von dieser Erden. Doch aller Erde Reiche werden dem, das du gründest, untertan.
bewaffnet mit des Glaubens Worten, zieht deine Schar nach allen Orten der Welt hinaus und macht dir Bahn. Und wo du kommst herangezogen, da ebnen sich des Meeres Wogen, es schweigt der Sturm, von dir bedroht. Du kommst, dass auf empörter Erde der neue Bund gestiftet werde, und schlägst in Fessel Sünd und Tod. O Herr von großer Huld und Treue, o komme du auch jetzt aufs Neue zu uns, die wir sind schwer verstört. Not ist es, dass du selbst hienieden kommst zu erneuern deinen Frieden, dagegen sich die Welt empört. O, lass dein Licht auf Erden siegen, die Macht der Finsternis erliegen und lösch der Zwietracht Glimmen aus, dass wir, die Völker und die Thronen, vereint, gemeinsam wieder wohnen in deines großen Vaters Haus.